Hallöchen Leute, willkommen zu ein bisschen was nebenbei, bis ich rausfinde, was ich demnächst bringen werde. ich würde sagen, das ist nicht das, wonach es aussieht. Aber leider ist es genau das, wonach es aussieht. wir spielen heute Holocure. Ich möchte vorab sagen, dass ich keine Ahnung habe, wer auch nur irgendeiner von denen da sein soll. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen, ein paar Bilder, aber ich schaue keine VTuber, ich bin kein Fan von VTubern. Ich mag einfach das Genre von dem Spiel und ich muss sagen, von allen Spielen dieser Art ist das hier definitiv das Beste bisher, meiner Meinung nach. Handelt sich um ein Vampire Survivors Spiel, ich bin mir nicht genau sicher, wie genau Genre heißt. Das ist halt einfach, gehst rein, sammelst Levels ab, bekommst Items und du selbst greifst nicht an, das macht das Spiel automatisch und du weichst halt einfach aus, quasi. Und zielst. ich werde vielleicht diese Woche einfach mal so, das hier wollte ich bringen. Vampire Survivors will ich natürlich bringen, weil du kannst ja nicht einfach so Spiele davon bringen und dann sagen, ja, nee, aber das Original in Anführungszeichen bringe ich nicht. und Halls of Torment ist quasi dasselbe auch, nur im Diablo 2 Style. Sehr cool gemacht. Ihr habt das ein bisschen gespielt schon. fehlt nur noch zwei Achievements. Eins, das ich alle gemacht habe und einmal das hier. Unlocked. Wait a minute. Oh, okay. Ja, gut. Das macht Sinn, ja. Genau, ich habe mit jedem der Charakteren schon mindestens einmal einen Run durchgemacht. Das kann ich gleich zeigen. Und Phantoms sind halt einfach Bonis quasi. Sind relativ krass. Aber worum es halt in dem Spiel geht, zeige ich gleich mal. Wir haben hier noch unseren Shop. Also Character Gacha. Man kann hier nichts kaufen. Das Spiel ist komplett free to play. Upgrades. Sachen wie, man kann keine Waffen mehr aufheben. Man hat nur ein HP. Alles resetten, sowas halt. Hier sind so quasi die Waffen plus die Kombination. Also schon krass. Hier gibt es dann quasi einfach nochmal, keine Ahnung, hier. Ja, ich sag mal so eine kleine Farm hier oder sowas. Wo man Sachen machen kann. Essen kochen zum Beispiel für verschiedene Buffs. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wen kenne ich denn, den man nehmen kann? Sie kenne ich, warum nicht? Outfits. Original. Hier haben wir eine Auswahl. Stage. Endless ist nicht wirklich endlos. Time Mode. Also, es kann endlos sein. Aber nach 30 Minuten kommen dann Gegner, die einen so ziemlich instant killen. Also, man kann es überleben. Ja, aber. Ja, aber Stage Mode. Stage Mode ist einfach 20 Minuten. Run. Endless, wie gesagt, ungefähr 30. Plus minus. Gut, benutze ich mal nicht. Das muss ich mir aufheben. Gehen wir mal in Stage 1, warum nicht? Jeder Charakter hat seine eigene Main-Waffe, seine Special-Fähigkeit und alle eigene Stats. Wohlgemerkt. Zusätzlich hat jeder Charakter drei Unique Skills und es gibt ganz viel Zeug. Gehen wir auch mal rein. So, das hier ist quasi das Spiel. Keine Sorge, das wird noch ein bisschen stressiger irgendwann. Noch ein bisschen bunter und wilder. So, hier haben wir zum Beispiel das ist unsere Main-Waffe, könnten wir aufwerten. Das sind Items, die kommen hier rein. Und das hier sind Waffen. Ich suche aber am Anfang
gerne mal etwas Bestimmteres. Ich kann das hier mal rausnehmen. Zum Müll, meiner Meinung nach. Ja, es gibt ja halt echt viel Zeug. Da, die Study Glasses möchte ich haben. Für mehr EP. Macht ja auch Sinn. Boah. Oh, der Blödian. 90% aller Anspielungen hier. Keine Ahnung. Bin ich ehrlich. Na? Da, ja. Ja. Es sieht cool aus. Okay, es hat Flash und sieht cool aus. Mehr kann ich dazu nie sagen. Gerne nochmal. Die Musik ist auch fancy. Finde ich sehr angenehm. Und tatsächlich habe ich Lennart damit wohl auch angesteckt. Er schaut wiederum VTuber, ein paar. Aber ich glaube von, er hat gesagt gehabt, auch er kennt, glaube ich, vielleicht nur ein oder zwei hier. Ja, ich kenne sie vom Sehen her, ich schaue mir sowas nicht an. YouTuber sind zu 99% der Fälle, das ist natürlich das mit Ausnahmen. Ausnahmen, die ich machen würde. Wo sind unsere Waffe als Melee Weapon? Wo ich sage, es sind halt relativ nervig. Und ich verstehe den Appeal nicht ganz. Wahrscheinlich bin ich einfach zu Boomer dafür. Aber ja, whatever. Also so das Interface, ja, simpel gehalten. Kann ich sagen? Wir unsere halt unsere AP, Waffen, unsere Items. Also unser Special Meter. Bei der Folge kann man unsere Special Attack einsetzen. Stamps gibt die Hauptwaffe nur. Geld und wie viele Fans wir gerettet haben. Und ja, unsere so Buffs. So, ganz simpel. So, was haben wir denn hier? Mehr Damage. Weil langsam halten die doch ein bisschen was aus. Ja, wir später mal mitnehmen. Ich versuche halt so ungefähr die Sachen zu nehmen, die ich halt normal nehmen würde, wenn ich einfach nur nochmal einen Run machen möchte. Ja, dafür fehlen mir auch noch drei bestimmte Items. Ist auf jeden Fall auch eins. Anvils sind quasi gratis Upgrades. Sag ich mal. Nehmen wir erstmal mit. Als Müll ist. Finger. Keine Ahnung, was das soll, aber ich habe Finger erschaffen. Bam, bam, bam. Okay, hier kriegt man halt, da hier im Boss, das war eben Boss, der größere, kriegt man hier so eine Kiste und da können bis zu drei Items drin sein. Auch die man noch nicht hat. Also ja. Eine Karte, klar. Peng, 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 peng. Kann ich nicht sehen, was unsere Waffe ist, ne? Ja, gut. Das Spiel ist übrigens, ich glaube, es ist noch relativ Early Access, Version 0.6 gerade. Also wird noch weiter bearbeitet, möchte ich meinen. Das ist eine Multi-Shot-Weapon, okay. Ein bisschen Lifesteal, warum nicht? Also nicht Lifesteal, aber mehr Kills heilen uns. Wir haben eine Chance, uns zu heilen. Oh, Healing. Ah, deswegen verliere ich ab und zu mein Leben. Ah, hier ist wohl der CEO. Keine Ahnung. Der raue droppt immer einen Stamp, die goldene Version droppt eine Kiste und Geld. Droppen beide relativ viel Geld.
Miss Damage of Weapon bei 15% und Crit Damage. Die Stamps zählen nur für die Hauptwaffe. Machen wir gleich mal ein bisschen stärker. Weil da gibt es ein paar echt gute Stamps. Warum nicht? Ich glaube, ich mal Zeit, dass wir da auch ein bisschen was machen. Nein, nicht die Hühnchen. Und diese komischen. Ich wollte Hähnchen sagen. Squid-Dinger. Ja, also sie ist, glaube ich, der einzige, den ich so wirklich häufig mal sehe. Wie gesagt, ich spiele das Spiel, weil es halt, weil das Genre halt relativ nice ist für mich. Und wie gesagt, wer halt reinschauen will und direkt meiner Meinung nach alles am besten testen will, bitteschön. Das hier ist gratis. Sollte auch verlinkt sein. In der Videobeschreibung. Vielleicht. Weiß gar nicht, verlinke ich Sachen noch? Vielleicht mache ich mal Ausnahmen. Also Special-Woche oder sowas. Jetzt nicht direkt eine Woche. Ne? Ich nochmal festlegen. Soll jetzt keine Woche werden. Das ist, wird jetzt wahrscheinlich am Mittwoch irgendwie kommen oder so. Ich habe halt nur keine Ahnung, was ich jetzt gerade noch bringen soll. Resident Evil 7 wäre natürlich die nächste Option. Aber ich muss mal eine kurze Pause mit Resident Evil machen. Vielleicht bringe ich Kingdoms Reborn. Kam ja letztens ein Update, ein größeres. Ich wollte Rico der Lümmel ja dann mitmachen. Muss ich mal schauen, wie es zeittechnisch dann passt. Grease Attack Size bei 15. Die Sterne füllen den Special Meter auf. Ich glaube, einer füllt um die Hälfte oder so ungefähr auf. Ich glaube, es kommt auf den Special drauf an. So, das hier sind alles Fans, Anführungszeichen. Oder sollen es zumindest sein. Wie gesagt, keine Ahnung. Und wahrscheinlich gehören die halt zu den ganzen YouTubern hier zu. No Targets, die Weapon. Ich hab noch 11. Aha, Glowstick. Brauchen wir für. Für einen Collab. Der Schädel macht einfach das Gegner Gadroppen, droppen, wenn man so. Wenn man so wegpuncht. So, die ganzen Waffen haben auch verschiedene, also die ganzen Items haben und Waffen haben quasi noch Unterkategorien. Das ist jetzt zum Beispiel einfach nur ein Boost-Item. Skill, das ist auch ein Boost-Item, das ist ein Boost-Item. Shadow-Time ist sogar ganz nice. Auch noch ein bisschen Geld. Ein bisschen mehr. Und es wird automatisch aufgehoben. Sehr angenehm. Idle Song Max bringen. Wow, also erste Anvil. Guck mal, ein Boss. So, der erste Stage ist relativ einfach. Ah, ist halt der erste Stage halt. Da wird nicht viel passieren, deswegen kriegt man auch quasi keinen Holocoin Booster. Warum auch nicht? Also immer das Skill bringt, bin ich durchgelesen. Wenn was mit, wenn ich Schaden nehme, mache ich, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in die Richtung wird es schon gewesen sein. So. Das ist tatsächlich auch alles nicht so überwältigend zu Beginn. Weil am Anfang ist nicht viel freigeschaltet. Ich glaube, das einzige relativ komplizierte zu Beginn, um herauszufinden, ist halt
Wie Collapse, weil einige Waffen haben halt Collapse. Oder also auch einfach Fusionen. Headphones brauche ich nicht. Also Realism Shake mit 20%. Verteidigt, Watch Increase. Okay. Also sie ist quasi Zerteilung. Baut darauf, quasi getroffen zu werden und dann. Gibt Spaß. Ja, bin ich kein Fan von dem Spielstil leider. Was soll ich sagen? Aber es ist alles relativ simpel gehalten am Anfang, bis halt eben auf diese Collapse. Da muss man selber ein bisschen rum experimentieren oder halt einfach die Wiki aufmachen. Und zusätzlich gibt es dann noch Super Collapse, davon kann man aber immer nur einen pro Run machen. Ist halt ein bisschen viel am Anfang zum rausfinden. Weil wenn man halt einfach ne, Sachen wie Vampire Survivor gespielt hat, weil da bekommt man eigentlich meist sofort eine Vorlage. Hier bekommt man es erst, wenn man es einmal gemacht hat. Ist ein bisschen weird. Aha, das Item 3 für unser Collab. Damit machen wir ein super Collab. Und es ist ein echt gutes Item. Das Idle Dress reduziert die Special Cooldown. Ich habe 20, 30, 40. Im Ende sind es dann 50. 20, 25, 30, 40, 50 oder sowas. Werden wir ja sehen. 30 sind es jetzt. 30, okay, dann nur bis 40. Never mind. So, einige Charaktere sind halt. Bisschen. Also, die brauchen halt so ihren Special, um wirklich ihr Potenzial auszuschöpfen. So, sie hier ist jetzt, denke ich mal, nicht wirklich der Fall. So, ja, hier, cool. Jetzt habe ich mehr Haste. Haste ist quasi Attack Speed für alles. Ja, guck mal, jetzt bin ich rot, jetzt mach ich mal Schaden. Nehmen weniger. Das war ein Magnet. Sehe ich auch mal. Alu ist riskant. Das ist ein Utility-Item. Ich trinke kurz einen Schluck Tee. Boah, kalt wird. Ja, man bekommt für jeden für alle 5 besiegten Gegner einen Holocoin. Steigt, je öfter man es bekommt. Aber es spawnen mehr Gegner und sie werden stärker. Also nehmen wir es mit. So, scheint, als wären wir hier so mehr oder weniger auf dem Geldrun gerade. Das ist ja nett, auch wenn ich es nicht mehr brauche. Ein Achievement war 1 Million. Habe ich schon. Und da ich nichts mehr freischalten kann, nein, da war das Cutting Board. Das wollte ich haben. Da ich nichts mehr wirklich freischalten kann, gibt mir das Geld nicht mehr, nichts mehr. Aber ja, ne, wenn ich Geld farmen wollen würde, so wäre das. So das Loadout. Hallo, Super Shadow Time. Auf den Sticker hoffen. Vielleicht würde ich noch diese Stolen Piggy Bank mitnehmen. Da bekommt man auch Coins für Distanz, die man zurückgelegt hat. Aber man verliert Pickup Range. Ist jetzt nicht das Ende der Welt. Also, Collab übrigens fertig. Unsere Glowstick und Idol Song ist jetzt zu einer Lightshow geworden, quasi. Ich sollte vielleicht nicht so extrem in Halo schon reingehen. Weiß übrigens beim besten Willen nicht, was Halo ist. Es sieht einfach aus wie ein Glas Wasser. Ich hab's halt gesagt, vielleicht ist es ja Badewasser. Aber da hat er mir nur einen sehr komischen Blick zugeworfen. Verständlich. Genau, Halo Stufe 5 ist dann darum duelt.
Weil das wird halt richtig crazy. Und ist jetzt nicht so krass. Gut. So, die Sache ist, warum Haru halt so gut ist, auch. Muss man bedenken, je mehr Gegner man besiegen kann, umso mehr EP bekommt man, umso mehr Coins bekommt man. Ja? So, jetzt sitze ich natürlich gerade da. Und kann unseren Kurs nicht collaben. Weil mir das Item dafür fehlt, das ich haben will. Ja, das ist das Cutting Board. Mit einer meiner absoluten Lieblings-Collabs. Aber jetzt, wo wir 50 sind, na, sind wir hier schon, hat da was angefangen, sich aufzubauen. Ich hoffe, das droppt auch gleich. Ab 50 kann das Item droppen. Das ist es nicht, aber ich nehme den Amboss gerne an. Den nehme ich auch an. Schön, dass die jetzt alle droppen. Wollen wir Water? Warum nicht? Ich sollte die vielleicht eine Haare ziehen. Wenn man die enchantet, bevor man die zu einem Collab macht. Genau, da ist es. Bekommen sie tatsächlich beide Effekte. So, der erhöht Crit-Chance. Das tauschen wir mal schön aus. Und jetzt können wir unser Idol-Concert mit dem Idol-Kostüm verbessern. Für Idol Life. Oder ein Special Life. Reduce Special Cooldown by 30%. Whenever activating the Special, increases all Stats by 50% für 10 Sekunden. Können alle 30 Sekunden aktiviert werden. Und BAM! AOE Clear haben wir jetzt. Mehr oder weniger. Jetzt, wo wir Halo 5 haben, brauchen wir noch ein bisschen mehr, aber schon mal ein Anfang. Warten wir auch mal. Damage, auch nicht. Und Magneten. Hier noch ein bisschen Heilung. Framework. So, was haben wir im Curse? Was hatten wir da? Cooldown, ne? Cooldown ist auch nett. Komische Rattenviecher. So, das hier ist halt eines meiner. Das ist mein Geld-Farming-Loadout, quasi. Wenn ich Geld jetzt nicht farmen wollen würde, würde ich entweder diesen Haste-Up-Stamp benutzen oder den Size statt den Greed-Stamp. Wollte ich nur mal sagen, weil der erhöht dann reduziert die Zeit dann bis zu 25%. Und das immer dann 25% mehr Schaden, 15% mehr Crit-Schaden. Das erhöht die Crit-Chance nochmal um 30%. Ja. Hätte ich eigentlich austauschen können, aber ich committe jetzt auf den Geldrun. So, das nehmen wir. Dann haben wir hier gleich unseren nächsten Collab, sobald der Boss droppt. Wo ist er? Das war er nicht. Da ist er. So, das hier sind jetzt nämlich die Bone Bros. Don't bite the hand that feeds you if it's holding a knife. Noch mal ein bisschen mehr AOE Clear. Also, so ziemlich alle Collabs sind pur AOE Clear. Alles ist eigentlich hier AOE Clear. Whammy Water lässt sich, glaube ich, nichts mit denen kombinieren, ne? Ich habe alle Collabs, deswegen ist das ganz angenehm. Ne, brauche ich dieses Boy Love angeblich. Laut Leonard. Oder. Ne, nur das. Heißt aber nicht, dass ich nichts anderes mitnehmen kann, wie zum Beispiel den Plug-Type Asakoko, das bestimmt kein Buttplug ist. Please no demonetize. Ich hab sowieso keine Monetarisierung. Na, Moment. Was mach ich mir überhaupt Sorgen? ja, Whammy Water. Also eine Anspielung kenne ich, die eine Collab hat, das Moment. Ist hier, yeah, I'm Dive, thank you forever. Das ist von, ich glaube, Hura. Will den nicht schlagen.
Wie gesagt, mit den Namen und mit den Charakteren habe ich es nicht. Ich habe halt einfach gespielt, den ich cool fand, ja. Na, warum auch nicht? Na, gucken wir mal. Der hier ist ein bisschen... der erhöht auf Level 3 den Damage um 15% pro leeren Slot. Ja, leeren Waffenslot. Viele Charaktere brauchen tatsächlich nicht viele Waffen aus ihrer Main-Waffe. Da lohnt sich das natürlich, sondern was 15, 30, 45, 60, 75% mehr Schaden. Ist halt krass. Dann damit noch kombiniert, schon mal 100% mehr. Je mehr Crits, das ist halt einfach. Oh. Also, wenn man wirklich nur mit einer Waffe spielen will, ist das halt richtig krass. Was ich auch richtig gut finde, das Spiel hat halt das Achievement, die Armory zu vervollständigen. Aber zu der Armory zählen halt nur die Waffen und die Collabs. Das ist nämlich in dem Sinne nur, gut, da dann weil die meisten Spieler das nicht haben. Mit Potato? Nö. Das kann man weg. Viele Spieler haben das nicht. Und da heißt es dann, ja, sammle alles. Einmal. Und dann stehst du dann da, aber... So, das mit der Bombe geht, ja? Genau, das ist auch so echt ein nettes Item. Vielleicht schon mal, sicherheitshalber... Warten. Wir sind beide auf Crit Damage, das... Das wäre nicht schlecht, wenn wir Crit Damage hätten. Aber gut. Gucken wir drauf. Du hast doch gar kein Enchantment, das müssen wir mal ändern. Die Hauptwaffe kann kein Enchantment bekommen, leider. Bin mir nicht ganz sicher, warum nicht. Weil ich finde, so krass wäre es jetzt nicht. Das Maximum, was man halt kriegen könnte, wäre halt Damage plus 15. Warum nicht? Ja, wir können ja ein bisschen noch versuchen auf Crit zu bauen. Das ist der Crit, worauf ihr bauen könnt. Ja. Also ich sollte jetzt nicht weiter leveln, weil ich keinen freien Slot mehr habe. Dann sollte ich den Nicht-Buttplug und die Bomben leveln. Man kann bis zu... Moment. Die beiden weg. So. Drei da. Kann vier Collabs haben. Und ein einzelne Seite. Big Brain. Hier kann man nicht entscheiden. Man kann aber nochmal upgraden auf plus 1, plus 2. Achievement geht bis zu plus 10, soll man machen. Gibt es auch Upgrades für, dass die Success Rate höher geht? Ich habe halt schon alles, also. Einzige, was ich nicht habe, ist halt die ganzen Fandoms von den Charakteren, weil. Dafür muss ich halt mehrmals mit denen spielen. Und es gibt keine Steam Achievements, also. Es gibt nur noch ein Steam-Achievement, das wir fehlen, und das ist halt in der Hard-Mode nicht von Projektilen getroffen werden. Welche ist in den normalen Stages am Anfang so ziemlich gar nicht gibt. Also es gibt sie schon, aber ja, eher selten mal. Und wenn dann auch erst in den höheren Stages. Was denn? Also ich glaube, das schwerste Achievement bisher, was ich gemacht habe, war Hardcore. Ist tatsächlich nicht das mit der niedrigsten
Rate, die die Leute geholt haben. Ja, das war, glaube ich, so das Schwerste, aber ich hatte halt das Item bekommen, das mir Wiederbelebung gibt. Davon habe ich nur eine Wiederbelebung benutzt. War ich sehr stolz drauf. So, dann. Ich. Ja. Und eigentlich schon, wie viel. Ja, davon aus, das hat einfach unsere Crit-Chance erhöht. Das steht natürlich nicht da. Von Items, die Stats werden halt leider nicht hinzugezählt. Finde ich ein bisschen blöd. Oder zumindest nicht von allen, das ist halt. So. Weapon with fire backwards, there's no other effect. Müll. Ja, es gibt einige, die halt einfach nur komisch sind. Es gibt eine Trompete. Die macht, dass deine Hauptwaffe dann halt entrötet. Und je höher das Level von der ist, umso tiefer wird das tröten. Du heißt aber Whammy Motor. Ja, es geht echt um mit diesem Boy Love. Jetzt einfach die Bibel, weil in den anderen Spielen ist es halt mit Bibel. Ah, jetzt. Jetzt haben wir hier die Arschkarte. Na gut, dann nehmen wir den Lava Bucket. Ärgerlich. Na gut. Kannst du machen, nix. Oh, das ist immer auf plus 1. Die Upgrades gehen einfach nur um plus 2 Damage. Weiß jetzt nicht, wie sehr sich das im Endeffekt hinaus auswirkt. So, also plus 2 Base Damage ist eigentlich schon relativ krass. Hätte ich diese Shades jetzt nicht mitgenommen, hätte ich gehofft, dass dieses Blacksmith Gear droppt. Weil das macht das auf Stufe 3, also sobald man es aufhebt. Ambosse können zweimal benutzt werden, normale. Und auf Stufe 3 hat es dann, dass der Base Damage Increase 3 ist. Klingt nach nicht viel, aber zusammen mit dieser Credit Card bekommst du halt so viel von den Ambossen hinterhergeworfen, das ist halt. Und du kannst sie alle zweimal benutzen. Also, es ist schon relativ krass. Ach da, ist auch sie trompelt. Sound like a trumpet. Ich hab die einmal auf 3 gebracht, weil ich wollte dieses Rückwärtsschießen nicht haben. Und der andere Sticker, den ich auch noch bekommen habe, war. Ich glaube, es war einfach, dass die schöner aussehen, in Anführungszeichen, die Angriffe. Hätte ich mitnehmen können. Aber, genau, hier an der Stelle war ich, glaube ich, bei meinem Hardcore-Run-Sturm, in Anführungszeichen. War frech. Aber, was soll's. Oh, das Item ist eigentlich auch recht in Ordnung. That's one additional shot for range multi-shot weapons. Das ist auch eins, was ich dann. Na, das hier, die Attack Size und die Haste, würden den da ersetzen. Ja, wenn ich die Auswahl hätte. Vielleicht halt, wo ich nur auf Damage gehe. Aber wie gesagt, wir machen hier mal ein bisschen Geld, das ich nicht brauche. Warum nicht? Und die Tatsache, dass hier halt wirklich so viele Gegner sind, ist halt wirklich wegen Halu. Und das permanente Upgrade, das ich mir geholt habe. Dass halt allgemein pro Stage mehr Gegner da sind. Das ist halt so ein Upgrade, das ist ein bisschen zweischneidig. Ja, unter anderem
Ist gefährlicher, aber du kriegst halt mehr Level. Also ich glaube, das höchste Level, was ich geschafft habe, war... Oh. Ich glaube, knapp 150? Gab's leider kein Achievement für oder sowas, es hat einfach... Ein Sticker? Keine Kiste? Kisten geben uns jetzt nur noch Geld übrigens, weil wir können keine Items mehr bekommen. Wir sind jetzt... Wir haben unser Bild jetzt quasi. So, deswegen bei den Level-Ups kann man jetzt aussuchen, Stats erhöhen. Zwei von random. Geld oder Heilung, wenn man Heilung braucht. So. Immer schön Base-Damage erhöhen. Die Setboosts werden hier übrigens angezeigt. Wo sind denn bei? Deswegen, das finde ich ganz komisch. So, die Items werden nicht angezeigt. Aber dann die Setboosts werden da angezeigt. Das ist ganz komisch. Weil ich glaube, eines der schwereren Achievements, angeblich, oder was Leute halt kaum gemacht haben auf Steam, ist 500 Leben bekommen. 10% zählen nur vom Base, das heißt, wenn man Nahrung benutzt, die HP erhöht, zählt das nicht dazu. Das heißt, wir würden jetzt, glaube ich, 12 einfach kriegen. 10 sogar nur. Hä? Was ist unsere HP erhöht? Okay, wir sind jetzt auf der Homestretch. Das hier sind jetzt quasi die letzten Wellen. So jede Minute ungefähr, alle paar Minuten ändern sich halt die Wellen so ein bisschen. Und alle 5 spawnt normalerweise ein Boss. Finger! Explosion! Was mir persönlich halt fehlt, ist irgendwie so eine Statistik. Was halt am meisten Schaden macht, so zurzeit. Finde ich halt echt cool. Oh, naja. Warum auch nicht? Oh, ich habe mehr HP wegen den Schokohörnchen da. Deswegen. Also, man sieht schon, es ist hier sehr viel los mit den ganzen Collapse und sowas. Mit der Whammy Water und dieser Bibel. Ich nenne es einfach mal Bibel. Mit dem Buch. Da würden hier nur noch Eiskristalle rumfliegen. Ist halt. Einige Sachen sind halt echt krass. So, das ist der letzte Boss. Sie kenne ich halt von dem Meme, mehr oder weniger. Ich habe ein, zwei Memes mit dem. Mit dem Design da gesehen. Und das war's. Endless würde jetzt einfach weitergehen. So, wir haben hier einen Halu-Bonus. Win-Bonus. Und dann können wir wieder zurück. So, gehen wir mal einen Charakter-Gacha und sagen. Hier, weil wir Gamer sind. Gucken wir also sogar bei. Yeah! Gacha, geil! Erstmal all mein Geld verballern. Ich habe gerade ein cutes Outfit tatsächlich. Wie gesagt, abgesehen vom Spiel her halt, weiß ich nicht so wirklich, wer die hier alle sind. Ich kann ja mal kurz durchgehen und sagen, wen ich zumindest schon mal gesehen habe. Also, von Bildern her. Sie bin ich mir ziemlich sicher. Sie definitiv, ja. Nee, nee. Ja. Doch. Einmal. Nope. Nö. Nope. Nope. Nö. Nein. Nein. Keine Ahnung, sie sieht aus wie Generic Idol Nummer 72. Ja. Nein. Nö. Nee. Nope.
Nö. Nope. Nein. Auch nicht. Nö. Unsicher, aber ich glaube nein. Nee. Nö. Nö. Nope. Auch nicht. Nee. Nope. Nö. Ist glaube ich der Fate-Charakter, ne? Nein. Ist er natürlich nicht und nein. Nein. Nö. Also ja, vielleicht eine Handvoll. So. Ist übrigens mein Lieblingscharakter. Ja, würde ich sagen, was das mit einer Runde Holocure? Keine Ahnung, warum ich dachte, das nehmen wir mal auf. Aber ich glaube, ich gehe einfach mal los und nehme die anderen auch auf. Direkt, warum nicht? Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind natürlich wie immer wünscht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!